Jetzt möchte ich mal meine Kollegin vorstellen. Neben mir steht Tanja Busse. Tanja Busse ist Journalistin, hat schon zahlreiche andere Zeiten geschrieben und auch mehrere Bücher zum Thema Lebensmittel und die Agrar verfasst. Und wird mit mir die Abschlussfrage. Hallo, auch von mir, das ist Daniel Unsel, Coach und Moderator, und er hat auch lange für den BUND gearbeitet. Das heißt, das ist einer, der mit dem Herzen dabei ist, wenn er sagt, wir haben es satt, die Agrarindustrie und den Verlust der Artenvielfalt und den Hunger in der Welt. Da kann der, weiß er ganz genau, worüber er redet, hier oben von der Bühne. Und wir machen ein bisschen eher Programm, damit Sie ja alle, die Sie so schnell hier hingekommen sind bei der schönen Sonne, nicht warten müssen bis 14 Uhr. Daniel, womit beginnen wir? Na, ich dachte, wir können erstmal schon mal ein bisschen unser Training machen und mal gucken, was haben wir eigentlich. Ich dachte, es geht schon vorher mal. Vorne bei der Bühne haben es schon ein bisschen mitbekommen, aber im Laufe der Demo sind ja ganz viele Leute, die auch jetzt erst hier dazugekommen sind. Und ich wollte mal schauen, was ihr satt habt. Wir üben mal. Wir haben es satt! 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 Wow, okay, mal schauen, was wir satt haben. Antibiotika-Missbrauch! Ja, EU-Verordnung! Megastelle! Gentechnik! Landgrabbing! Hunger weltweit! Diese Politik! Okay, das kommt schon mal langsam an. Und jetzt wollen wir mal hören, was wollen wir haben? Kann ich mal durch? Immer noch zu laut, Technik. So, ist es jetzt besser? Ja, ist schon besser, gut. Immer noch zu laut, das ist eine Einzelmeinung vielleicht. Bisschen leiser noch. Wir wollen euch nicht die Ohren zuschreien. Dankeschön. Okay, gut. Das hört sich schon mal gut an. Wir werden noch um einiges lauter werden und unseren Protest hier in den Sitz der Regierung reinschmettern. Ihr seid auch schon vorbeigekommen am Haus der EU-Kommission, das Europahaus vom Brandenburger Tor. Da geht es an Aktionen um TTIP, das Freihandelsabkommen. Wir haben verschiedene Adressaten. Es geht um eine andere Landwirtschaft, eine andere Lebensmittelindustrie, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, in Europa, aber auch weltweit. Wir haben viele Forderungen und werden hier auf der Hauptbühne verschiedene Redner haben, die das Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten und unsere Forderungen eindeutig nach außen bringen. Okay. Und die Band steht bereit, die euch erst ein bisschen Stimmung machen wird, aber vorher verkünden wir euch, dass ihr euch auf Carlo Petrini freuen dürft. Das ist der Gründer von Slow Food. Einer der Menschen, der eine weltweite Begegnung gegen Fast Food in die Gegend gesetzt hat. Gerne Applaus, den nehmen wir jetzt schon. Carlo Petrini wird gleich auf der Bühne sein. Und Hubert Weiger, der Chef von BUND, ist auch dabei. Und jetzt aber zunächst hört ihr Musik von Ratatouille.